this King's Canyon, but Skulltown will always hold a special place in our hearts. Jupp, da hat er recht. Alternator mit Disruptor Rounds, hört's euch an. Oh mein Gott. Wer sind das? Oh nein, ich muss es nochmal sehen. Ich muss es einfach komplett nochmal sehen. Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Nostalgie Reaction Videos. Heute habe ich mir ein Video rausgesucht, das hat 2,1 Millionen Klicks. Zu Recht, wie ich finde, im Vergleich zumindest zum letzten Video, was über 8 Millionen Klicks hatte. Hier wurden gewählt die Top 50 viralen Clips 2019, also Season 0 bis Season 3. World's Edge ist also auch schon dabei. Dort sehen wir auf jeden Fall deutlich mehr hochwertiges Gameplay im Vergleich zum letzten Video. Das letzte Video, das hatte über 8 Millionen Klicks und da war die Spielzeit gerade mal so 10 Tage, denn da war das Spiel gerade mal 10 Tage draußen. Dieses Video macht ultra Bock anzusehen. Ein Dreiteiler, weil es über 27 Minuten geht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei, bin gespannt in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Was war das denn, Alter, ernsthaft? Hey guys. Warte mal, stopp. Hat er gerade seinen eigenen Teammate mit einem Axter beworfen und der Pathfinder ist dann entweder bewusst oder aus Panik in das gegnerische Squad? Das muss ich nochmal sehen. Ernsthaft? Unfassbar. Hey guys, welcome back to Game & Co. Einfach um den Winkel zu bekommen, um dieses Lifeline-Schild. Krass. These clips have had tens of thousands of upvotes online, and you can tell why they're pretty good. Yeah, I'm getting jumped. Skulltown, geil. Skulltown. Skulltown als Capture Map. Oh, nein. Was ist das denn für ein geiles Ding gewesen? Habt ihr das gerafft, Alter? Eine Granate auf dem Boden, unsichtbar, weil geht ja schnell. Season 1, 2, 0, keine Ahnung. Krass, ich muss es mal sehen. Das ist krass. Guckt euch das an, die Gegner raffen es halt aber auch nicht. Unfassbar geil. Sometimes you gotta sit back and just go, what are the chances? Da muss das mal drauf kommen. Kraber Gold, natürlich. Oh. Ein Collateral Champion Kill, Alter, glaubst du das? Die Wahrscheinlichkeit, das letzte Squad so zu kriegen. Scheiß drauf, ob die nur noch zu zweit waren, das war krass. Oh mein Gott. Das ist mindestens Season 1, weil Octane schon dabei ist. 2019's Halloween Event made for some pretty epic clips. Ist doch schon Season. Oh Gott. Oh, da ist CG7 noch. Ah, CG7. Ah nee, da ist CG7 schon eine leichte Waffe. Die war ja damals. Ich weiß es gar nicht mehr. Von der Entfernung. Season 3. Also es müsste Season 0 bis Season 3 sein, hier die ganzen Clips. Was geil. Boah, ernsthaft. You didn't think we'd get through to the most viral clips of 2019 and not have bunker traps of caustic, did ya? Ja, das darf ja nicht fehlen, ja. Das darf nicht fehlen. Damals so in dieser Zeit waren die Steps deutlich besser zu hören. Keiner guckt nach oben, was ist mit euch los? Sie versuchen krampfhaft die Fallen zu zerstören, um rauszukommen, geil. Ehrlich. Oh mein Gott, das gesamte Squad, ohne dass sie raffen, wo es herkommt. The most cinematic Octane finisher you will ever see. Jetzt bin ich gespannt. Cinematic Finisher. Oh.
edel. Das ist schon cool. Da kommt er mit dem Finisher auch noch durch, du ahnst es ja nicht. Ach, alles klar. Die Gegner sind wahrscheinlich über ihm. Doch nicht. Oh mein Gott, krass. World's Edge Season 3. Geil. Oh, da war die Prowler mit Fire Receiving Mod. Hört euch das an, das ist so schön. Warum sieht man unten rechts? Bin ich irgendwie blind? Warum sieht man keine Waffenanzeige unten rechts? Da wo gerade meine Facecam ist, man hat keine Waffenanzeige gesehen. Warum? This clip went viral just for how crazy this fight keine is. Ahnung. And not in an epic way, just so confusing. Da war Kings Canyon noch in Ordnung. Da war Kings Canyon noch in Ordnung. Und vor allen Dingen konnte man unendlich oft an der Zipline hin und her, ohne dass du irgendwann fällst nach dem dritten Mal oder zweiten Mal. Hat der mal den Boden berührt jetzt? Krass. I know we all miss King's Canyon, but Skulltown will always hold a special place in our hearts. Jupp, da hat er recht. Alternator mit Disruptor Rounds, hört's euch an. Oh mein Gott. Wer sind das? Oh nein, ich muss es nochmal sehen. Ich muss es einfach komplett nochmal sehen. Also die Alternator geht gar nicht besser ausgerüstet, wenn ich das jetzt richtig sehe. Naja gut, das Mac kann größer sein. Disruptor Rounds. Schade, dass es da noch keinen Damage-Tracker gab. Mich mal interessiert, was da für Damage rausballert. Oh mein Gott, geil. Wirklich geil. Der kommt jetzt garantiert damit. Er rafft's nicht, dass es ein goldenes Knockdown-Schild ist. Er hat's nicht gesehen. Er fragt sich wahrscheinlich gerade, wer hier der Übeltäter ist. Ernsthaft? Er hat den Falschen gefinisht. Er hat den Falschen gefinisht. Da konntest du es noch nicht abbrechen. Also wer es nicht wusste, Finisher konnte man nicht immer abbrechen. Das kam relativ spät erst. Ich verstehe bis heute nicht, warum dieses Res-Schild komplett entfernt wurde. Also, wenn man zwei aufheben kann zeitgleich, dass dieses Schild verschwunden ist, verstehe ich, aber als Standard finde ich es schade, dass das Schild verschwunden ist. Oh, oh der heilige Gral. Sehr geil gemacht. Cool. Sehr, sehr cool. But it actually works. I can't even see him. Okay, you know what? I'm gonna try to bait him. A good idea. Das ist der Longbow noch eine schwere Waffe gewesen. Krass. Oh, he actually did. Das war schon. War schon doof. Oh, so kannst du natürlich. Oh, das ist krass. Und tschüss. Krass. Oh, ich liebe dieses Geräusch, wenn du mit so einem Teil, so einer Thermitgranate, extrem viel Hits machst. Wo ist der Letzte? Boah, wie schnell die Zone zugeht. Guckt euch das an. Das gibt's ja auch nicht mehr.
wollen das Knockdown nicht finishen. Das ist ein ganz großer Fehler. Hat er erstmal vorgespult. Was macht er? Ach, er will im Boxkampf. Ah, das ist frech. Er katapultiert ihn jetzt raus aus der Zone. Das ist frech, das ist frech. Das ist ja schon arrogant. Das ist arrogant. Also ich finde das, sowas finde ich richtig mies.